Sonnenaufgang in der Wüste, guten Morgen. Der 10. Oktober 2023, wir sind immer noch in der Sahara und guckt euch das an, wir stehen im absoluten Nichts mit 12 Wohnmobilen. Und da ist er wieder. Morgen. Früh ins Bett gegangen gestern, ne? Ja. Warum? Verhältnismäßig früh, ja. Okay. Wir waren ja schon früh hier am Lagerplatz. Ja, du bist ja hier Mechaniker und es ging einiges kaputt. Was ist denn alles kaputt gegangen? Gestern jetzt? Ja. An dem einen Auto sind Halter von den Kotflügeln abgerissen, weil er draufgefahren ist, weil es eingegraben hat. Substanziell ist eigentlich gar nichts, kein Getriebe? Nee, so richtig ist eigentlich nichts. Eigentlich immer nur so Schäden, wenn man sich mal eingegraben hat, dass irgendwas hängen bleibt. Auspuff ist mal abgerissen. Spitzlappen abgerissen, ja. Auspuff mal abgerissen. Aber sonst nichts Schlimmes eigentlich, ne? Cool. Und gefällt's dir noch? Ja. Das Geilste ist ja wohl Landy fahren. Toyota fahren. Toyota fahren, ja, das macht am meisten Spaß. So, jetzt könnte man theoretisch ja jetzt richtig durch, denn ist eine Besonderheit, früh morgens lässt sich der Sand viel leichter fahren, gell? Warum? Das stimmt. Ja, da ist halt einfach, dadurch sieht man ja, dass es ein bisschen feucht ist. Ist halt einfach noch ein bisschen besser gebunden, ne? Kompakter, ist nicht, ja. Ist nicht so weich, ne? Man sinkt da nicht so ein. Ja, du bist derjenige, der am meisten raus ist. War aber auch gemein, weil, ich sag mal, das Fahrzeug hat zwar Leistung, aber er hat natürlich die Bodenfreiheit nicht von den ganz Großen, gell? Ja, und dann hat das Fahrwerk noch ein bisschen gesponnen, das hat immer mal ein bisschen abgelassen, ne? Das Fahrwerk, da unten ist er. Es gibt eine Besonderheit, ich zeig das mal gerade, ihr habt jede Menge Dosen in den Kühler reingesteckt, ja. Was hat's damit auf sich? Ich habe gehört, die Kühlung wird denn besser, oder? Stimmt das? Nee, eigentlich nicht. Das hat unser Chef irgendwie mal angefangen und dann hat das immer jemand weitergeführt. Und dann sind da so ein paar Dosen reingewandert. Super Dosen. Also demnächst die achtteilige, es können sogar 10 werden. Wir haben gestern so geile Aufnahmen gemacht, ja, wo wir die Leute rausgezogen haben. Das war herrlich. Aber da lief's doch richtig was hier, oder? Aber guck dich doch mal um jetzt. Ohne Scheiß, guck mal, da ist nix hier. Wir sind quasi im No Man's Land, ja. Und haben, was eigentlich die totale Frechheit ist, 5 Balken LTE. Das ist, siehst du irgendwo einen Sender? Nee. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Ja. In Deutschland irgendwie, da habe ich noch nicht mal Empfang in der Innenstadt, ja. Und hier bist du nicht mal am Hassloch, ne? Nicht mal Hassloch. Hier bist du am Arsch der Welt, ja, und hast wirklich Anschlag LTE. Es ist echt der Hammer. So, tschüss.